Und ja, nur oben links. So, willkommen zu einem... Okay. Das ist neu. Ja, willkommen zu einem weiteren ganz, ganz tollen Spiel hier bei diesem tollen Kanal. Tolle Let's Plays und so. Star Wars Shadow of the Empire. Wer hätte es gedacht bei diesem Titel? Warum... ja, legen wir mal los. Angeblich, ja, kriegt man Probleme, wenn man eine Auflösung von höher als 1600 irgendwas nimmt. Nee, nicht 1600. Ach, egal. Weil dann irgendwie die cinematischen Darstellungen irgendwie scheiße sein sollen. Schauen wir mal, ob es stimmt. Und vor allen Dingen hätte ich ganz gerne mal meine Steuerung eingestellt. So, nicht wundern, ich mute die Musik wieder, weil da sind sie irgendwie sehr aggressiv bei. Stellt euch einfach die normale Star Wars Musik vor. The Battle of Hoth, it's in a time of crisis. Imperial probes scouring the galaxy for the hidden rebellion base have discovered their outposts in the remote ice world of Hoth. Darth Vader, obsessed with finding Luke Skywalker, has sent his forces to engage the rebels in battle. With the dreadful Imperial... Und weg ist es. Müsste noch mal zurückspulen. Also Episode 5, der Anfang. Outrider to Echo Base, please respond. Captain, I've established contact with the Rebel outpost on Hoth. This is Dash Rendar. Tell the princess I've got that shipment of assault blasters she's been waiting for. Copy, Outrider. We've been expecting it. You are clear to land at Base 3. So, ja, wir spielen hier nämlich nicht Luke Skywalker oder so, sondern Dash, den Typen, den wir gerade gesehen haben. Wir spielen quasi knapp an der eigentlichen Story vorbei. Lebo, get this stuff offloaded and into those transports before they take off. I just found out the Empire is about to ruin our day. Han Solo told me that Imperial walkers have been spotted on the East Ridge. I'm gonna jump into a speeder and help rogue groups slow them down. You'll pardon me for saying so, Captain, but it's been quite some time since you've flown an air speeder in combat, and... Don't get your servos in a twist, pal. Just make sure you collect the money for this load by the time I get back. And be sure to count it this time, will you? Nein, das ist ein Roboter. Rogue group, we need to give our transports time to escape. Take out those Imperial probe droids. Careful not to shoot our own turrets. Und schon geht's los. So. Controls, danke. Pause. Ja, ist okay. Ah, jetzt kann ich's. Okay. Also links. Wie? Oh nein, ich kann gar nicht mit den Pfeiltasten zocken. Igidigit.
Das heißt, ich muss hier mit WASD zocken? Eieieiei. Ich zock doch so ungern mit WASD. Ich zock doch mal ganz gerne mit... Sorry, ich kann hier nicht mit... Ja, was soll das denn? Ich echt mit WASD zocken. So. B. A. Irgendwie fehlt mir das S. Boah. So, also ich habe mir das Ganze noch ein bisschen angeguckt. Es gibt hier die Breaks. Also WA. WAD. S geht irgendwie nicht. Anscheinend kann man das hier irgendwie nicht einstellen. Hat doch hier die ganze Zeit irgendwie. Ich verstehe das nicht so ganz. Ich habe doch vorhin hier was verstellt. Wieso geht denn das jetzt nicht mehr? Was mich vor allen Dingen ein bisschen sehr nervt, ist, dass du hier mit der Maus auch noch dich bewegst. Ich wollte eigentlich mit der Maus die Kamera bewegen, aber irgendwie geht das gar nicht mehr. Da kommt man gar nicht hin. HZC. W. A. Wie SD. Ist schon wieder nicht. Na, das kann ja heiter werden. Weil ich muss jetzt quasi mit der Maustaste Nummer 4... Nee, mit Joystick Nummer 4. Muss ich jetzt quasi... Oh Gott. Return to battle. Ich krieg die Kamera nicht hinterher. Coming around. Warum folgt die Kamera nicht automatisch dem? Irgendwas ist doch hier merkwürdig.
Group. We need to give our transports time to escape. Take out those Imperial probe droids. Be careful not to shoot our own turret. Das ist ja furchtbar, der, die Kamera folgt ja überhaupt nicht dem... Boah, Alter, das ist ja unspielbar. Set for position 3. Steady. Moment. Ist das hier genauso? Access denied. Da muss ich mir jetzt erstmal ein bisschen schlau machen. So. Jetzt habe ich es ein bisschen besser hingekriegt. Jetzt noch nicht so der Knaller, aber ein bisschen besser. Stage complete? Achso, Stage complete schon. Okay, Oh nein! Set for position 3, steady! Was hast du denn jetzt schon wieder mit der Kamera? Gerade eben lief's noch. Im Controller ging's auch. Return to battle. Your harpoon and tow cables on the AT-AT over the lake. It might be our only chance of stopping them. Copy, Roadmaker. I'm on it. Fire harpoon now. Yeah. Wieso geht denn das jetzt schon wieder nicht mit der... Eieieiei. Fire harpoon now! Und Game Over. Hä? Das lief am Anfang irgendwie ganz gut. Außer, dass du da nichts umstellen kannst. Dann haben sie geschrieben, ein Xbox-Controller, der soll irgendwie das angenehmste sein. Den habe ich jetzt angeschlossen. Funktioniert überhaupt nicht. Give our transports time to escape. Take out those Imperial probe droids. Be careful not to shoot our own turrets. Was ist denn mit der scheiß Kamera hier, ey? Irgendwas versaut mir hier ständig. Die Kamera hier, was ist denn das für ein Quatsch?
Exterior Kamera J. Komisch ist das bei I, was passiert. Kamera vorwärts ist I. Irgendwie raff ich nicht. Return to battle. Okay, da muss ich noch was anderes probieren. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Ja, also ich habe das jetzt mit dem PlayStation 4 Controller verbunden und damit scheint es zu funktionieren. Stage complete, okay. Set for position 3. Steady. Unten rechts ist ja ein Radar, das sehe ich ja jetzt erst. Copy, Rogue Leader, I'm on him. Return to battle. Ah. Die Jungs auch mal was? Stage complete. Sehr schön. Okay, das scheint jetzt so einigermaßen zu funktionieren. Fire on food now! Auf mich zu schießen, Alter! Cut to the left! I'll take the leader! Nee, das war nix.
fire harpoon now! Return to battle. Man kann ihn also auch so abschießen, das ist doch schon mal schön. Return to battle. Coming around. Ist der jetzt nicht schon bei unter 1%? Return to battle. Ach so, stimmt, hier ist ja noch irgendwie so eine Drohne oder sowas, ne? Genau. Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es. Good job, Rogue Group. We still need to buy more time for our transports to escape. Keep at them. Was ist denn hier Thrust? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Button 2. Return to battle. No target for the harpoon.
Cut to the left. I'll take the leader. There's no target for the harpoon. Return to battle. Watch it, you picked one up. Fire on food now. Jetzt haben wir nur die große Klotze. Return to battle. Return to battle. Return to battle. Nur noch 0 Leben übrig. Das ist nicht viel. Return to battle. Return to battle. Fire boys. Return to battle. Ja, triff doch mal. Fire on food now!
Return to battle. Immer schön den Arsch reinknallen hier. Return to battle. Return to battle. Return to battle. Endlich. Lebo, I'm through messing around out here. Fire up the ship, I'm coming in. The Empire has destroyed the main generator. The shield door to Bay 3 is sealed, and we can't take off. You must activate the 6 emergency generator switches on the lower level to restore power to the shield doors. So, okay. Jetzt versuche ich mal, ob WASD klappt. Ah ja, okay. Jetzt haben wir nämlich genau das Problem, was die meisten anderen auch hatten, zumindest in der Beschreibung. Es funktioniert alles, bis auf nach oben gucken. Also quasi hier könnte ich jetzt mit WASD... ohne Probleme. Aber... hä? Kamera vorwärts. Look ist V. Aim Look ist V. Okay, man muss also V gedrückt halten. Boah, das wird ja ein Krampf. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Also im nächsten Video. Bis gleich.